Es gab ja von interner Seite viel Kritik an dem Verhalten, einem rein statutarischen Verhalten der PZÖ-Führung. Es gab keinen Bundeskonvent vor der Wahl, es gab nichts nach der Wahl. Es ist ja keine transparente Abwicklung oder Neubesetzung der verbliebenen Posten. Wird das irgendwelche langfristigen Konsequenzen mit den betroffenen Personen haben, dass sie sich offenbar nicht an die Statuten gehalten haben? Nein, wird leider keine haben. Dafür wird Bucher auch die Alleinverantwortung für das Wahlergebnis zu übernehmen haben. Er hat ja versucht, das ein bisschen abzuschieben, aber es ist ihm nicht wirklich gelungen. Er hat die Alleinverantwortung für diesen vollkommen falschen Kurs, der dazu geführt hat, dass das PZÖ aus dem Nationalrat geflogen ist. Dass jetzt mit dem Herrn Groß, der nur so heißt, aber ansonsten in Wirklichkeit keine große Leuchte ist, dass der jetzt zum Liquidator der Partei bestellt wurde, setzt dem Ganzen ja nur die Krone auf. Ich möchte mich über die Persönlichkeit des Herrn Groß gar nicht auslassen und über sein Privatleben erst recht. Nicht jeder weiß, was ich meine. Aber dass der jetzt, der vorher permanent gegen die Führung quergeschossen hat, dass der jetzt sozusagen der große Einiger sein soll, ja, da lachen ja die Hühner. Also das PZÖ ist zu einer Mickey-Maus-Lachnummer verkommen und damit ist leider, muss ich dazu sagen, das Projekt, das Dr. Haider im Jahre 2005 gestartet hat, kläglich gescheitert. Die Partei zu Grabe getragen haben, sind eindeutig benennbar. Das ist Bucher, das ist der wahlkampfverantwortliche Vauland, das ist der meiner Ansicht nach völlig überforderte Generalsekretär des PZÖ oder frühere Generalsekretär des PZÖ, der Hofrat Wittmann aus Oberösterreich. Das sind die eigentlichen, meiner Ansicht nach, das ist der eigentliche Begräbnistrupp, der diese Partei kaputt gemacht hat. Eine Frage zu Ihrem Parteiausschluss. Sie selbst sagen, Sie werden ihn wie eine Ikone vor sich hertragen und ihn nicht bekämpfen. Nein, ich denke nicht daran. Dieser Parteiausschluss ist nichts anderes als das, was mir meine innerste Stimme auch schon gesagt hat. Ich wollte ursprünglich 10 Tage vor dem Parteiausschluss schon aus der Partei austreten. Und zwar zu jenem Zeitpunkt, als meiner Ansicht nach in völlig infamer Weise Josef Bucher beim Live-Chat beim Standard die Forderung erhoben hat, Abtreibung auf Krankenschein. Das ist derart infam, sich sozusagen politisch über die Schwächsten der Schwächen und über die Wehrlosesten der Wehrlosen, nämlich die Ungeborenen, politisch in Szene zu setzen, dass ich so empört war, dass ich kurz davor war, auszutreten. Ich habe es dann deswegen nicht gemacht, weil man sich ansonsten an mir abgeputzt hätte und gesagt hätte, der voraussehbare Misserfolg bei der Nationalratswahl, das sei quasi dann auf meinen Austritt zurückzuführen gewesen. Deswegen habe ich mich noch 10 Tage lang ruhig verhalten, aber es war für mich klar, dass ich innerlich bereits mich von dieser Führung getrennt habe. Es findet sich ja auch im Parteiprogramm oder im Wahlprogramm überhaupt keine Entsprechung dieser Forderung von Bucher, Abtreibung auf Krankenschein. Das ist alles ein Alleingang gewesen. Der hat geglaubt, er sei sozusagen das Orakel von Delphi in Person. Er hat sich irgendwas zusammengeschustert oder ist von seinen Ohrenbläsern Wittmann und Vauland in irgendeine Richtung konditioniert worden und schon hat er darauf losgeplappert, ohne sich überhaupt im Klaren zu sein, was er sagt und ohne überhaupt zu wissen, was der eigene Wähler davon denkt. Der kannte den PZÖ-Wähler meiner Ansicht nach nur vom Hörensagen. Ja? Aber das war immer schon ein Problem. Seine fehlende Rückkoppelung zur Basis war schon ein altbekanntes Problem. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Alle bereiten sich schon auf die Parlamentswahlen zum EU-Parlament nächstes Jahr im Mai vor. Welche Entwicklungen sind in Österreich absehbar? Können Sie einschätzen, wie es dort? Also zunächst möchte ich noch einmal aufs PZÖ zurückkommen. Die neue Führung wird ja nicht zur EU-Wahl antreten können und sie will auch gar nicht antreten. Denn vor wenigen Tagen war ja die Entscheidung zu treffen, nimmt man das vorhandene Geld, das in Reserve noch da ist, um einen EU-Wahlkampf zu finanzieren, um die Chance zu haben, einen Wahlerfolg einzufahren, oder verteilen sich die jetzt noch an der Parteispitze sind, aber keine politischen Mandate mehr haben, für ihre Gehälter und für ihre Unterhaltszahlungen. Und sie dürfen dreimal raten, für was sich die Parteiführung entschieden hat. Der Herr Groß, der keinen Beruf hat und keinen Schulabschluss hat, ist ja froh, dass er sich sozusagen jetzt an der Partei bedienen kann. Das Gleiche gilt für den nunmehrigen Berater des PZÖ, ich meine, da lachen ja die Hühner, ja. Josef Bucher, der sich offensichtlich auch dort noch ein Gerstl herausholt. Und Vauland und Co. sind nicht kein Haar besser. Das heißt also, auch da sieht man, dass also hier das Projekt nur mehr dazu dient, die Funktionäre zumindest einige Monate lang noch über Wasser zu halten. Das heißt, von dort ist kein Wahlkampf zu erwarten. Die anderen Parteien müssen aufpassen, dass sie nicht das EU-kritische Wählerpotenzial einem einzigen politisch, meiner Ansicht nach, nicht operablen Sektor überlassen.
Sie sprechen wo sich von dann, der ich spreche von der FPÖ. Wo sich dann die EU-kritische Wählermasse, weil sie keine Alternative hat, und die antikoalitionäre Stimmung zu einem Amalgam zusammenfinden, das dann durchaus geeignet wäre, demokratiepolitisch bedenkliche Ergebnisse zu bringen. Also da muss sich meiner Ansicht nach die politische Klasse etwas einfallen lassen. Und ich gestehe, dass ich dort auch in einer gewissen Verantwortung stehe. Das gebe ich gerne zu. Da hat also im BZÖ jemand das sprichwörtliche Töpflein voll Gold am Ende des Regenbogens gefunden, wenn ja. Jetzt alles verteilt wird. Ja, ja, natürlich. Das ist das Einzige, was Sie noch interessiert hat. Politischen Willen haben Sie schon längst keiner mehr gehabt. Im Übrigen wird auch deswegen keine Kandidatur möglich sein, weil Sie ja keine Unterschriften dafür haben. Und niemand wird glauben, dass der Herr Groß die Unterschriften für eine Kandidatur zusammenbringt beim Wähler. Also mit Sicherheit nicht. 2600 ja? Unterstützungserklärungen. Ja, die bringt er nie zusammen. Wäre ja mit den Hilfe der Mitglieder noch denkbar. Ja, das bringt er nie zusammen, abgesehen davon, dass derzeit nicht nur die Wähler abhanden kommen, sondern auch die Mitglieder in Schaden davonlaufen, was mich auch nicht wundert. Es gibt ja wohl auch nicht mehr so viel zu retten. Beim BZÖ oder wie schaut das aus mit den Landtagsabgeordneten in Kärnten? Bilden die noch den Kern oder die Zukunft? Das glaube ich nicht. Zum einen, weil dort einer der Totengräber der Herr Dolinczek ist, der dort nach wie vor Landesparteiobmann ist, der mit seinen blitzdummen Statements noch während des Wahlkampfes die beiden Abgeordneten praktisch zu Trotteln erklärt hat in einem Live-Radio-Fernsehinterview. Das war eine Sonderleistung, eine intellektuelle Minus-Sonderleistung der Sonderklasse. Aber gut, das ist nicht mehr mein Problem. Ich glaube nicht, dass dort irgendetwas noch an Substanz vorhanden sein wird.